herzlich willkommen bei diesem neuen Video auf Terrascaping TV. Und zwar geht es heute um die Blaualgen. Ja, ich würde jetzt mal anfangen und euch erzählen, was überhaupt Blaualgen sind. Als erstes muss klargestellt werden, dass Blaualgen eigentlich überhaupt keine Algen sind. Wissen auch viele, aber ich sage es trotzdem mal, Blaualgen sind Cyanobakterien, also eine eigene Kategorie in der Kategorie der Bakterien. Sie wurden fälschlicherweise als Algen identifiziert, was man eigentlich den Leuten da auch nicht übel nehmen kann, da diese Bakterien wie alle anderen Algenarten Photosynthese betreiben, also wie unsere Aquarienpflanzen auch. Aber man hat dann später gemerkt, dass es keine Algen sind, da diese Bakterien unter anderem auch in Heterozysten, sind jetzt ein bisschen viele Fremdwörter, aber ich denke, ihr könnt das verstehen, in Heterozysten unseren Stickstoff, also unser Nitrat, in giftiges Ammonium umwandeln. Ammonium sollte euch ein Begriff sein. Ammonium ist ein Nervengift, ähnlich wie Nitrit. Sollte auf gar keinen Fall in eurem Aquarium vorhanden sein. Aber diese Bakterien bringen euch eben Ammonium ins Becken. Noch was interessant zu wissen ist, sind, dass Cyanobakterien einer der ersten Organismen auf unserem Planeten waren. Also noch vor den Dinosauriern. Ja, und da sie Photosynthese betreiben, zählen sie auch noch zu den Oxyphotobacteria. Also eine Gruppe von Cyanobakterien, die dann Photosynthese betreiben. Es gibt nämlich auch noch Cyanobakterien, die keine Photosynthese betreiben, aber unsere Arten im Aquarium betreiben Photosynthese. Könnt ihr auch schön sehen, dass sich da immer dann so Bläschen eben sammeln. Ja, klar, wie der Name schon sagt, Blaualgen sind eigentlich immer so bläulich-grünlich, können auch zum Teil schwarz sein, habe ich gelesen. Bei mir jetzt, ich habe jetzt auch welche, habt ihr vielleicht schon auf Instagram mitbekommen, eher bläulich, also recht blau und war recht einfach zu erkennen. Ja, wichtig ist natürlich noch zu wissen, warum sie denn jetzt so gefährlich sind, also gefährlicher als ja zum Beispiel eine Grünalge. Eine Grünalge ist jetzt nicht so gefährlich, bringt natürlich das Gewicht im Aquarium ein bisschen durcheinander, dann gibt es Mangelerscheinungen und so, ist jetzt aber nicht so dringend wie bei einer Cyanobakterie, denn wenn ihr Cyanobakterien habt, solltet ihr die möglichst schnell loswerden mit den Tipps, die ich euch jetzt auch sagen werde. Woran liegt das jetzt? Cyanobakterien habe ich, wie eben schon gesagt, ebenso Heterozysten. Und in diesen Heterozysten wandeln sie eben Stickstoff in Ammonium um, ist ein Grund. Dann produzieren sie weiter Toxine, also Giftstoffe auch, kann man es einfacher sagen. Wie zum Beispiel Aminosäuren, die sind auch ganz gefährlich für unsere Garnelen und Schnecken und Fische. Auch insgesamt für das ganze biologische Gleichgewicht im Aquarium. Und was noch gefährlich ist, das ist dann schon, eigentlich rechnet man da gar nicht mehr, ist ein bisschen fies, aber sie können euch dann noch quasi so noch einen Strick draus drehen, wenn ihr sie erfolgreich bekämpft habt. Denn wenn eine tote Cyanobakterie, also ein toter Film jetzt, wenn der abgebaut wird, wird da sehr, sehr, sehr viel Sauerstoff bei verbraucht. Und so kann es eben auch sehr, sehr schnell passieren, dass ihr einen Sauerstoffmangel in eurem Aquarium habt. Also immer, wenn ihr damit anfangt oder damit eurer Meinung nach fertig seid, eure Blaualgen zu bekämpfen, solltet ihr immer euren Sauerstoffgehalt bzw. eure Bewohner im Auge behalten. Ja, ein umstrittenes Thema ist jetzt auch noch, wo diese fiesen Blaualgen-Cyanobakterien denn herkommen. Also meiner Meinung nach, wie es bei mir war, es gibt da ganz, ganz viele Meinungen. Ich möchte jetzt auch hier überhaupt keinen irgendwas sagen, der hat recht und der nicht und der nicht und der nicht und der ist dumm und der ist auch dumm. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und zwar war es bei mir so. Ich habe jetzt natürlich nur ein Testbecken. Ich hatte jetzt nur einmal Blaualgen, beziehungsweise habe nur einmal Blaualgen. Ist jetzt natürlich jetzt keine Testreihe, keine professionelle Testreihe. Aber bei mir war es so, wurde mir auch gesagt, und dass diese Cyanobakterien entstehen können, wenn ihr im Bodengrund, also Soil jetzt wahrscheinlich, wenn sich da Sauerstoffbläschen sammeln, also so kleine Luftbläschen, ist ja ganz normal eigentlich, ist es sehr wahrscheinlich, dass so, wenn die anfangen zu faulen und nicht aus diesem Substrat rauskommen, fangen die an zu faulen und dabei entstehen eben diese Cyanobakterien. Das heißt, ich habe mir meine Pinzette genommen, habe die so auseinandergehalten und bin quasi durch meinen Bodengrund ein bisschen vorsichtig, ganz vorsichtig natürlich, ein bisschen rumgeflügt und da
um die Ecke, um das Helanthium tenellum, war, wo die Blaualgen dann auch am meisten drauf waren, kamen dann so wirklich so ein paar kleine gelbliche, übel riechende Bläschen hoch. Und dann habe ich mir natürlich gedacht, jo, da hast du, das war schon ein guter Schritt, weil es ist nicht immer leicht, die Ursache von Blaualgen zu finden. Aber ich war dann einigermaßen froh, beziehungsweise bin ich immer noch einigermaßen froh, dass ich die jetzt so schnell finden konnte, die Ursache. Das ist jetzt natürlich gut, weil ich weiß jetzt, dass es keine neuen mehr gibt. Dann ist es jetzt aber an der Reihe, sie zu bekämpfen. Also den ersten Schritt habe ich ja gemacht, aber die da sind, zu bekämpfen. Einmal ist es wichtig, wie bei allen anderen Algen auch, dass ihr einmal alles, was ihr seht, möglichst schön mechanisch entfernt. Also an den Scheiben mit dem Schwamm drüber, Pflanzenteile abschneiden, vielleicht ein bisschen Substrat absaugen, wie bei mir war da ein bisschen die oberste Schicht, war da so ein bisschen bläulich. Die Kügelchen, die Sollkügelchen waren bläulich. Und ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich das machen werde. Ich bin mir recht sicher. Aber es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, mit Wasserstoffperoxid diese Blaualgen zu bekämpfen. Also das ist die Flüssigkeit in diesen Söchting Oxidatorlösungen. Die kennt ihr ja, diese Sauerstoffgeneratoren von Söchting. Da gibt es ja diese Fläschchen mit dem Wasserstoffperoxid. Das nehmt ihr euch dann so eine Flasche, zieht das auf so eine Spritze oder eine Pipette auf. Das träufelt ihr unter Wasser dann quasi auf die betroffenen Stellen. Das reagiert dann ein bisschen, blubbert ein bisschen. Und dann sollen die weggehen. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Vielleicht werde ich es machen, eher nicht. Ich habe da eine andere Lösung für. Aber so soll es auch gehen. Ich erzähle das euch jetzt nur, das, was ich weiß. Mehr kann ich euch leider auch nicht sagen. Aber bei mir, also ich werde das so machen. Ihr kennt ja sicher diese Elektrolysegeräte, also besser gesagt Twinstars. Also nicht die Lampen, sondern diese Elektroden, die dann ein bisschen blubbern. Und das gleiche gibt es auch von Shihiros, also den Shihiros Doktor, den werde ich mir höchstwahrscheinlich zulegen. Und ich möchte da jetzt gar nicht, das bleibt dann für das Video von dem Gerät über, aber der soll ja auch so Bakterien und Keime eben töten. Das heißt, ich mache die Algen weg und die Sporen, die dann frei drin sind, die ich nicht so wegmachen kann, werden einfach gekillt von diesem Gerät. Das wird eigentlich sehr wahrscheinlich funktionieren. Ich bin mal gespannt. Ihr werdet da auf dem Laufenden gehalten. Aber ja, ich denke, dass es funktionieren wird. Jetzt noch eine kleine Anmerkung. Ich habe jetzt auch seit längerem einen Instagram-Account, wo es da nochmal so kleine Blitz-News gibt zu den Aquarien oder wenn sich was Neues tut oder wenn ich ein Video mache. Könnt ihr auch abonnieren, wenn ihr Instagram habt. Dann seid ihr noch mehr auf dem Laufenden wie als bei YouTube. Und ja, jetzt bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch viel Erfolg bei der Bekämpfung von euren Blaualgen, die ihr wahrscheinlich habt, wenn ihr auf dieses Video geklickt habt. Und ja, ciao.